liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tag auch. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mich heute nach Schwarmstedt begleiten. Schwarmstedt liegt vor den Toren Hannovers im Zentrum des Allerleinetals und zählt gut 5100 Einwohner. Bei mir in der Sendung, da geht es heute um eine ganz kleine Frucht mit ganz großer Wirkung. Mal sehen, vielleicht kommen Sie ja sogar drauf. Welche Beeren kennen Sie? Allen voran natürlich erstmal die Erdbeeren, das ist klar. Dann haben wir noch die Himbeeren, die Heidelbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren. Und ich glaube, auch mit den Stachelbeeren können noch die meisten was anfangen. Aber dann wird's, glaube ich, schon eng, nicht wahr? Haben Sie schon einmal etwas von der Apfelbeere gehört? Nein? Dann sind Sie jetzt und hier genau richtig. Die schwarze Apfelbeere trägt den schönen Namen Aronia. Und über die gibt es eine ganze Menge zu erfahren. Die erste Aronia-Plantage in Niedersachsen wurde 2009 im Frühjahr angelegt und das von Lars Grossmann. Ne? Hallo. Genau, hallo. Ich freue mich, Herzlich Lars, dass wir, dich heute hier auf deiner Plantage besuchen dürfen. Die Früchte, die strahlen uns ja quasi an. Eigentlich stammt die Apfelbeere ja aus dem Osten Amerikas. Was hat dich dazu bewogen, dass du sie hier nach Niedersachsen gebracht hast? Also ich hatte mich schon eigentlich immer für Pflanzen, speziell so für Beeren, Obstpflanzen interessiert und habe dann vor circa 5 Jahren auf einer Pflanzenausstellung eigentlich die Aronia-Beere entdeckt. Hab mir da dann eine Pflanze für den Garten geholt und war da total fasziniert von dem hohen Ertrag, den man da relativ schnell hatte. Ja. Und so entstand dann eigentlich erstmal die Idee, da noch ein bisschen mehr anzulegen. Und später habe ich mich dann eigentlich erst mit der, ja, sag ich mal, mit den Inhaltsstoffen oder mit der Beere an sich beschäftigt. Und inzwischen, ja, war das, glaube ich, auch eine ganz gute Idee. Ah ja, also einfach nur eine Messe und dann quasi die Beere als neben ja doch vielen anderen Beeren, die man noch kennt. Wie unterscheidet sie sich grundlegend? Kann man sie vergleichen mit einer Blaubeere, wo sie ja eigentlich optisch recht ähnlich aussieht? Genau, optisch kommt das der Blaubeere sehr nah oder der Holunderbeere. Also von der Anordnung her ist das so in Doldenform wie bei der Holunderbeere. Geschmacklich nicht zu vergleichen mit der Heidelbeere, aber dafür eher mit der Holunderbeere. Das ist jetzt die erste Plantage in Niedersachsen gewesen. Wie ist es jetzt mittlerweile? Sind da schon einige noch dazugewachsen? Also wir haben die Fläche jetzt hier nicht weiter ausgebaut, aber ich habe inzwischen Vertragspartner, auch in Süddeutschland, die von mir die Pflanzen bezogen haben, für mich anbauen und ich die Früchte eben zurückkaufe, um die dann zur Saft zu verarbeiten. Warum heißt es eigentlich Apfelbeere? Ja, weil sie von der Blüte her ähnlich ist wie der Apfel und auch vom Kerngehäuse her. Also es ist sehr optisch wie ein Apfel. Ah ja, okay. Und was lässt sich zum Anbau sagen? Also auch klimatechnisch, wenn man meint, okay, Amerika ist ja nicht ganz so wie hier. Was gibt es da zu beachten? Verträgt sich das? Also wenn man die Äste sieht schon, ne? Ja, ja klar. Also auf jeden Fall der Ursprung, der ist ja eben in Amerika, auch in Russland sehr weit verbreitet, eigentlich noch häufiger, sage ich mal, als in Kanada. Und dementsprechend ist die Pflanze sehr robust, winterhart oder frosthart, bis minus 30 Grad, sagt man. Wow. Und dementsprechend ist es auch kein Problem, die hier anzubauen. Ah ja. Und dann werden sie ganz normal sicherlich bewässert werden. Was bedarf es für Bedingungen, dass jetzt so eine Pflanze so einen schönen vollen Ast dann hat am Ende? Ja, eigentlich. Also die Pflanze ist eigentlich sehr robust. Wir hier zum Beispiel, also wir haben hier weder gedüngt noch übermäßig bewässert. Eigentlich ganz normale Pflege. Ah ja. Toll. Das zahlt sich aus. Die sehen nämlich so aus, als würden sie gepflückt werden wollen. Genau. Und dann helfe ich dir gerne dabei. Ja, das ist nett. Danke. Der Ertrag ist reichlich, Lars. Heute erstmalig gepflückt. Du hast auch so ein kleines Erntefest jetzt. Bist du dabei zu veranstalten? Die Leute nehmen es ja gut an eigentlich. Ne? Was reden du mit welchem Ertrag? Ja, also wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr ca. 5 Tonnen Aronia-Beeren ernten hier auf der Plantage. 5 Tonnen? Es werden 5 Tonnen sein, also abgezogen der Menge, die durch Selbstpflücken weggehen, sag ich mal. Aber sonst werden es ungefähr 5 Tonnen sein, in den Folgejahren 10 bis 15. Wow. Wie ist das mit der Beere? Wächst sie nochmal nach, wenn der erste Schwung abgenommen ist? Die Aronia-Beere wächst nicht mehr nach, die werden alle auf einmal geerntet. Alle auf einmal? Genau, alle auf einmal. Man sagt der Beere wahre Wunder nach. Jetzt muss ich hier trotzdem mal probieren. Ich habe sie jetzt zuhauf gesehen. Ja. Doch,
Man muss sagen, ein bisschen säuerlich, genau. Nicht wirklich viel, keine Eigensüße so wirklich, ne, wie man sagt. Das nicht, also sie hat keine Eigensüße, hat eben leicht herben, säuerlichen Geschmack. Und ist relativ trocken auch, ne? Nicht genau. So flüssig, also hat nicht viel Flüssigkeit, nicht viel Wasseranteil. Mhm. Nee, das ist sehr herb, also im Geschmack und dadurch eben auch hat man so diesen trockenen Eindruck auch beim Schlucken. Mhm. Und ich hatte es von denen an den Fingern auch gesehen, bei dir auch ziemlich gut. Die färbt ordentlich, ne? Genau, die Aronia wurde auch sehr lange als Färbemittel in der Lebensmittelindustrie eingesetzt. Bevor man dann, sag mal, wieder auf diese positiven Inhaltsstoffe zurückgekommen ist, wurde es auch als Färbemittel verwendet. Da sprichst du schon an, positive Inhaltsstoffe. Man sagt der Aronia ja wahre Wunder nach. Was ist denn so das Gesunde an dieser Beere? Also das Wichtigste an der Frucht, das Gesunde, das sind ja die Polyphenole. Das sind eben die dunklen Farbstoffe in der Frucht. Und der Anteil Antioxidantien ist bei der Aronia-Beere so hoch wie bei keiner anderen dunklen Frucht. Und natürlich die ganzen Vitamine, Spurenelemente, Mineralien sind hier reichlich vorhanden. Werden sie, ich sag mal, für irgendeinen Personenkreis nahezu empfohlen, weil sie einfach so gute Inhaltsstoffe haben und Eigenschaften? Ich sag mal, überwiegend unsere Kunden, überwiegend ältere Leute, teilweise auch mit gesundheitlichen Problemen, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Probleme. Das ist so der Kundenstamm, den wir haben und die auch immer wieder von dieser positiven Wirkung sprechen. Trotzdem im Allgemeinen nochmal, wie schwer ist es eigentlich, ich sag mal so ein neues Produkt, eine neue Frucht irgendwie am Markt zu etablieren? Ich glaube, die Leute, die kennen das Altherkömmliche. Ist es einfach da von etwas Neuem zu überzeugen? Also ich sag mal, es kommt immer aufs Produkt drauf an. Bei der Aronia-Beere ist es so, gerade weil es da so viele positive Rückmeldungen gibt, spricht sich das natürlich schnell rum. Und in den letzten Jahren ist es wirklich so, dass sehr viel über die Aronia-Beere berichtet wird und auch sehr viel über die Aronia-Beere gesprochen wird. Was hast du für ein Gefühl? Wird sich das demnach schnell etablieren am Markt? Also ich denke mal schon. Inzwischen gibt es ja auch schon andere Produkte. Das geht hin bis in den Kosmetikbereich, was ich persönlich nicht so toll finde. Ich sag mal, man sollte lieber bei dem Lebensmittel bleiben. Mhm. Also es gibt immer mehr Produkte mit Aronia, Lebensmittelprodukte eben. Toll. Gut, dann widmen wir uns der Aronia noch einmal etwas näher. Wir haben ja schon unseren Ertrag hier. Das ist schon die gewaschene Form, ne? Weil die müssen genau. Dann sicherlich, obwohl sie nicht behandelt sind, auch nochmal gewaschen werden, ne? Ja, sollte man einfach mal waschen, also so direkt vom Strauch einmal vernünftig die abspülen und dann kann man die auch verarbeiten direkt. Für den Saft jetzt, was muss man so anberaumen, wenn man 1 Liter Saft, Aroniasaft haben möchte? Also die Aronia-Beere hat eine sehr hohe Saftausbeute, die liegt bei 84%. Mhm. Durch kurzes Einfrieren kann man die Saftausbeute noch mal geringfügig erhöhen. Mhm. Wie gesagt, also man kann ungefähr rechnen, dass man aus 1000 Gramm Aronia-Beeren so ca. 800 bis 850 Milliliter Saft bekommt. Ah ja, und das ist die reine Beere oder wird noch irgendwas anderes zugesetzt? Das ist die reine Beere, keine weiteren Zusätze. Beim Dampfentsaften kommt natürlich unten nur ein bisschen Wasser rein und das war's. Ah ja, und dann wie lange dauert es, bis der Saft dann fertig ist? Circa Viertelstunde, 20 Minuten. Die Säure ist nach wie vor da. Ich könnte es mir ein bisschen süßer vorstellen. Ja, gut, das ist eben die reine Frucht, ungesüßt. Mhm. Naturprodukt. Besser eben. Ohne Zucker ist ja dann wieder das, ne? Würde die Leute dann wieder sagen, zu viel Zucker drin. Ja, genau. Aber trotzdem, es schmeckt, man merkt eigentlich mit dem Vitamin C-Anteil. Wie viel erwartet mich da auf 100 Milliliter so? Kann man das sagen? Ja, kann man. Es ist immer unterschiedlich. Von Ernte zu Ernte ist das unterschiedlich, abweichend. Aber der Vitamin C-Gehalt ist schon recht hoch. Gibt es da so eine Verzehrempfehlung eigentlich? Also man sagt, vorbeugen 50 Milliliter morgens und 50 Milliliter abends. Das ist so die allgemeine Verzehrempfehlung. Morgens nach dem Frühstück und abends am besten vorm Hinlegen. Ah ja, toll. Man kann es sicherlich dann auch mit Wasser mischen. Das gibt noch einen kleinen, so einen Schorle-Effekt einfach, ne? Ein bisschen Kohlensäure und so. Genau, man kann sich eine Schorle machen mit Wasser eben oder mit Apfelsaft. Wird sehr gerne mit Apfelsaft getrunken, so Hälfte-Hälfte. Schmeckt auch sehr gut, auch für Kinder. Kinder mögen den reinen Saft nicht so gerne, aber mit Apfelsaft trinken die den sehr gerne. Ja, stimmt, das ist auch nochmal eine Kombination. Toll. Ja. Liebe Zuschauer, die Beeren sind gepflückt. Der Saft ist für gut befunden. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann verraten wir Ihnen, wie man einen ganz einfachen Beerenaufstrich zubereitet. Und am Ende gibt es auch wieder etwas zu gewinnen. Also bis gleich.
Willkommen zurück zu Tag auch, liebe Zuschauer. Ich bin heute zu Besuch in Schwarmstedt auf Niedersachsens erste Apfelbeerenplantage. Aronia heißt die gute Frucht und dass sie hier wächst, das ist Lars Grossmann zu verdanken. Den habe ich auch immer noch bei mir. Lars, du bist eigentlich gelernter Koch, hast dich dann noch fortgebildet zum Ernährungs- und Gesundheitsberater und gibst Seminare. Ne? Erzähl mal, was ist so Inhalt der Seminare? Genau, wir haben hier bei uns in Schwarmstedt Seminarraum bei uns in der Firma und da geben wir Stevia-Seminare, Seminare zu den Beerenfrüchten, Aronia, Goji, Shisandra und haben auch noch andere weitere Seminare geplant im Bereich Fasten, ja, Fastenurlaub und Fasten, was da so zugehört. Okay, wie ist da so der Zuspruch? Für wen sind die Seminare gemacht? Also allgemein für jeden, der sich für gesunde Ernährung interessiert. Stevia zum Beispiel, das Thema ist ja sehr aktuell und dementsprechend groß ist die Nachfrage nach Gesundheitsseminaren an sich. Da kann man also noch viel lernen, liebe Zuschauer. Wir wollen hier jetzt auch noch weiter lernen, denn vom Saft, der ja auch schon sehr gut geschmeckt hat, setzen wir jetzt noch einen drauf und machen Konfitüre. Ne? So ein Glas will gefüllt werden. Was passt da rein an Frucht? 220 Gramm ungefähr. Ah ja. Und da müsste jetzt aber schon noch Zucker dazu, oder? Dass es noch ein bisschen süßlich schmeckt? Genau, da kommt der Gelierzucker eben zu. Braucht man ja einfach auch, um da eine Festigkeit reinzukriegen in die Marmelade. Mhm. Ist beim Fruchtaufstrich so, aber schadet jetzt auch nicht in geringen Mengen. Und ich sag mal, unterscheidet sich jetzt auch nicht von irgendeiner anderen Art, Marmelade zu machen aus Früchten oder ist da nochmal auf irgendwas besonders Acht zu geben? Von der Zubereitung her identisch, aber man sagt, die Aronia-Beere ist so reich an Inhaltsstoffen, dass selbst die Marmelade noch recht hochwertig ist. Ah ja. Gibt es eigentlich an zu viel an der Frucht? Kann man auch überdosieren eigentlich? Eigentlich nicht. Der Körper nimmt immer nur das auf, was er braucht. Alles andere wird vom Körper gar nicht aufgenommen. Also Überdosierung gibt es da nicht. Also nicht, dass man sich irgendwie merkt in irgendeiner Form, dass sich das auswirkt. Blaue Lippen zum Beispiel. Ja, blaue Lippen, das könnte natürlich schon sein. Oder blaue Hände, so wie ich sie habe. Aber das kommt dann eher vom Pflücken. Also negative Auswirkungen in Form von Überdosierung gibt es da nicht. Alles klar. Gut, dann widmen wir uns unserer Marmelade. Ja doch, die Süße kommt mir sehr, sehr, sehr gelegen. Sehr, sehr lecker. Also perfekt eigentlich geeignet für das morgendliche Frühstück dann, ne? Genau, ohne Zucker geht's ja nicht. Hier ist eben der Zuckeranteil schon enthalten. Aber beim Frühstück, sag ich mal, in geringen Mengen ist das aber okay. Gibt's noch eine Frucht, mit der das gut harmonieren würde, wie man vielleicht zusammen irgendwas verarbeiten kann mit der Aronia? Wunderbar mit Kirsch. Aronia Kirschmarmelade schmeckt sehr gut. Die haben wir auch im Programm. Da haben wir schon mal eine Auszeichnung gekriegt. Also beste Aronia Marmelade Deutschlands sogar. Wow. Das ist auch sehr lecker. Mhm. Toll, und ich komme jetzt hier nochmal drauf zu sprechen. Du hast mir das auch schon gezeigt, was ich sehr witzig finde. Nämlich, dass die Aronia ja, wenn man sie so hält, wahnsinnig genauso aussieht wie ein Apfel. Genau, das ist also so wie die Apfelblüte. Ja. Daher auch der Name Apfelbeere, Aronia Apfelbeere. Mhm. Und wunderschön zu sehen. Und dann hast du sie hier auch nochmal aufgeschnitten. Du sagst, es lässt einiges erkennen, ne? Was genau? An der aufgeschnittenen Aronia-Beere kann man den Reifezustand erkennen. Weil die häufigsten Fragen sind eigentlich immer, wann ist die Aronia-Beere reif? Wann kann ich die Aronia-Beere ernten? Die meisten machen den Fehler, die ernten einfach zu früh. Teilweise schon 6-7 Wochen vor dem eigentlichen Erntezeitpunkt. Und bei der Aronia-Beere ist es so, dass die innen drin fast genauso dunkel sein muss wie außerhalb. Also fast genauso dunkel wie die Schale. Und das kann man eben gut sehen, wenn man die Frucht halbiert. Da ist auch nochmal das Kerngehäuse wieder zu sehen vom Apfel. Und ja, wie gesagt, man kann eben erkennen, dass die Beere jetzt reif ist. Toll. Schmeckt hervorragend. Ja, wunderbar. Danke. Hast du das auch morgen immer zum Frühstück dann? Wir essen das morgens auch zum Frühstück. Aber eigentlich eher den Saft. Also Saft und hin und wieder mal Marmelade. Neben Saft und Konfitüre gibt es natürlich auch noch eine Vielzahl anderer Produkte, die sich mit der Aronia-Apfelbeere herstellen lassen. Deshalb sind wir jetzt hier gleich nochmal in deinem Laden. Du bist allgemein sehr gesünder, wie ich das hier sehe. Ne? Naturkost ist so deins? Ja, genau. Das ist unser Schwerpunkt hier im Konfitee. Naturkostprodukte, Beerenfrüchte, diese ganzen Wellness, Goji, Aronia, Shisandra, Cranberries. Das ist alles so, wo wir die Produktpaletten führen. Auch teilweise die umfangreichsten. Ah ja, toll.
Die umfangreichsten, das sprichst du schon an. Hier haben wir einige Produkte von der Aronia auch nochmal stehen. Was ist so, ja, was stellt ihr noch her? Was macht ihr aus der Beere? Also das Hauptprodukt, das ist der Aronia-Saft. Das ist der Bio-Direktsaft, der direkt gepresste Saft ohne weitere Zusätze. Das ist eigentlich unser Hauptprodukt. Die Rückstände beim Pressen, die werden weiterverarbeitet. Das ist der Trester. Das ist auch sehr hochwirkungsvoll, sag ich mal, und von Inhaltsstoffen her. Mhm. Weil man einfach diese ganzen Polyphenole in der Schale noch hat. Ja. Die lassen sich dann als Tee aufbrühen. Dann gibt es noch die Aronia-Beere gemahlen, ganz fein gemahlen. Die ganze Frucht kann man ja in Joghurt rühren, ins Müsli rühren. Einfach nochmal so, um nochmal zusätzlich so ein bisschen Energie zu tanken. Und ich habe gesehen, auch ein bisschen was Hochprozentiges. Nee, das ist ohne Alkohol. Ach, also ohne Alkohol. Aronia-Kräuteraperitif, aber ohne Alkohol. Also auch wieder die gesunde Schiene. Toll. Hast du mittlerweile schon Stammkunden auch hier? Ja, wir haben sehr viele Stammkunden. Das sind auch Leute, die teilweise wirklich auch weite Wege in Kauf nehmen, um dann auch hier direkt vor Ort die Produkte zu beziehen. Dann haben wir sehr viele Stammkunden, die in unserem Online-Shop bestellen. Und was wir auch noch anbieten, das sind monatliche Abos. Das ist auch beim Aronia-Saft so. Wer das regelmäßig verzehren möchte, was man ja empfehlen kann, die haben dann eben so Dauerbestellungen und bekommen das jeden Monat zugeschickt. Das ist schön. Gesund wollen wir ja schließlich alle sein, liebe Zuschauer. Und deshalb haben Sie auch jetzt die Möglichkeit, sich ein Stückchen Gesundheit nach Hause zu holen. Denn wir verlosen heute 3 Liter frisch gepressten Direktsaft, nicht wahr? Genau, richtig. Das sind 3 Liter. Und dazu kommt noch die Konfitüre, wo wir heute auch schon mit zuschauen konnten, wie sowas entsteht. Das Ganze im Paket und alles, was Sie dafür tun müssen, ist mal wieder eine Frage beantworten. Und die Frage, die lautet: Welches ist das Ursprungsland der Aroniabeere? Ist es A, Nordamerika oder B, Lüchow-Dannenberg? Ich denke, die Antwort sollte nicht sehr schwer fallen. Wenn Sie die Lösung wissen, schicken Sie sie an gewinnspiel@fan-television.de. Ansonsten gibt es wie immer alle Infos auf www.fan-television.de. An dieser Stelle herzlichen Dank, Lars. Ja, gerne, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank auch für den Besuch. Vielen Dank für den tollen Einblick. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Das war Tag auch für heute. Mein Team und ich sagen Tschüss. I just can't.